Ja, hallo Freunde vom YouTube-Channel 7 Slots and 4 Wheels. Dieses Wochenende sind wir beim 23. AMR Club-Treffen in Amelinghausen in der Lüneburger Heide. Sind wir da, hier ist die Info und die Anmeldung und da ist schon mal ein interessantes Fahrzeug vor uns. Aber ob wir hier jetzt stehen bleiben können? Na klar, setz. Was ist denn Plan, jetzt so ruhig lang gehen? Nee. Wir müssen jetzt einfach gucken, wo wir hin wollen. Also ich denke, entweder jetzt hier links, können wir hinfahren und dann... Fahren wir einfach erstmal links. Das ging ja dann geradeaus hinter, ne? Nee, hier hin. Nee. Willst du mal essen? Ja, den Wald. Aber hier musst du dann gucken, dass du dann gerade stehen kannst, ne? Ich geguckt. Wir brauchen ja viel Platz für die Markise und so. Ja, da müssen wir eben auf dieses dort, wo der gesagt hat, für die Offroad-Fahrzeuge haben sie auch Feld frei gemacht. Können wir ja auch noch gucken. Oder aber mit dem Dings. Weiß ich jetzt nicht. Das sieht schon ganz schön voll aus. Das ist ein Dreck, das ist keine Wiese. Das ist das Problem. Ja, schönen guten Morgen, liebe Freunde vom YouTube-Channel 7 Slots and 4 Wheels. Wir sind heute beim 23. AMR Globetrotter-Treffen hier in Amelinghausen. Es ist Sonnenschein, es sind heute früh bestimmt schon 23, 24 Grad. Und in der Sonne aber noch. In der Sonne. Es wird warm, es wird heiß und wir werden uns heute berichten. Jetzt machen wir erstmal Frühstück und mit Eiern, frischen Brötchen vom Bäcker. Und da lassen wir uns das erstmal schmecken. Bis später. So, unser Jeep mit Dachzelt und Markise, Solarpanel von Wattstunde davor, das lädt gerade unsere Swarovski-Batterie und jetzt gehen wir mal erkunden, was es hier so alles auf diesem Globetrotter-Treffen zu sehen gibt. Hier runter geht es dann zu den anderen Stellplätzen und zu der Händlermeile. Also bis gleich. Manch einer steht etwas schief im Wald, andere im Unterholz.
mit etwas Gestrüpp unter ihrer Markise. Aber dafür schaffe ich. Anna nutzt das Wochenende auch gleich als Flohmarkt und bringt seine Sachen mit, die er nicht mehr braucht, um diese zu verkaufen. Und Anna kauft sich zunächst erstmal so eine Box für den Pickup. Der Pickup kommt dann aber später. Jetzt hat er erst einmal einen Duster. Ja, und gleich gegenüber das XXXL Wohnmobil. Auch am Samstagvormittag reisen noch Leute an, wie hier der mit dem Horndachzelt. Die eine Villa zu Hause haben, kaufen sich natürlich auch zum Fahren durch die Welt ein etwas größeres Mobil, zum Beispiel diesen MAN. So für rund eine Viertelmillion. Natürlich mit Koffer. Andere haben dann einen Unimog. Auch der ist vom Preis her nicht viel anders, obwohl er etwas kleiner ist. Hier gibt es Licht ohne Ende, heute Abend 21 Uhr Vorführung. Natürlich ist beim AMR-Treffen auch an die Kinder gedacht, die hier bespaßt werden. Viele große Reisemobile, LKWs und Kabinen gibt es hier in der Mitte auf diesem betonierten Areal zu sehen. Manch einer bietet auch sein ganzes Fahrzeug hier zum Verkauf an. Hier zum Beispiel dieser Mercedes-Benz LKW für 49.000 Euro. Aber eben auch schon uralt. Baujahr 92. Auch auf dem zweiten betonierten Bereich dominieren die großen Mobile. Da gibt es ganz hochbeinige LKWs. Und gleich daneben ganz flache Busse. Auch mit so einem kann man unterwegs sein. Man glaubt es kaum. Es gibt ganz alte Mobile und noch ältere und noch ältere Mobile. Selbst die Highway Patrol ist hier in Amelinghausen vertreten. Hier dominieren die Land Rover, Defender, Land Cruiser. Natürlich ist bei so einem Treffen auch Essen und Trinken wichtig. Daher gibt es ja hier die Gelegenheit für die, die nicht selber kochen wollen, sich etwas zu kaufen. Eine weitere Besonderheit dieses Treffens ist die Möglichkeit, preisgünstig ins Freibad Amelinghausen zu gehen und die Sonne zu genießen. Im Wasser und davor. Juhu. Ein paar Schritte hinter dem Veranstaltungsgelände mit den vielen Globetrottern befindet sich der Lobhaussee und ein Trimmdurchpfad, Spielplatz und ähnliches. Unserer kleinen Wanderung rund um den Lobhaussee. Ein bisschen Ausarbeitung muss sein. Viele Wildvögel flattern hier, Enten. Schwäne haben wir auch schon gesehen. Schön ist es und warm. Unser Dachzelt am Abend. Hier. Ja. Das ist der Blick rüber zu den anderen Wohnmobilen, Expeditionsmobilen, LKWs, die es hier noch gibt. Ein kleiner Teil natürlich nur, der hier drüben am Waldrand parkt. Und die Sonne scheint gerade im Untergehen darauf. Sonntagvormittag sind wir jetzt hier nochmal zum Abschluss in die Nähe nach Oldendorf gefahren. In diese Oldendorfer Totenstadt bei Amelinghausen. Betty zeigt uns das gleich nochmal auf der Karte. Hier unten waren wir am Lobhaussee in unserem Camp. Und hier sind wir jetzt im Naturwunder Oldendorfer Totenstadt. Genau. Ganz tolle Heide haben wir ringsrum. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Diese Heide hier. Genial, wie die blüht. Wahnsinn. Ich hoffe, man sieht es. Und jetzt hier so sind ja das Auge reicht, ganz geht. Viele Gräber, teilweise bis zu 4000 Jahre alt, die jetzt hier auf diesem Gelände verstreut liegen. Einige davon schauen wir uns mal näher an.
Momente in der Natur, die sind unbeschreiblich schön. Heute Abend ist so einer davon. Hier am Chiemsee, am Bayerischen Meer.